Jorge Luis Borges, geboren in Buenos Aires, aufgewachsen in der französischen Schweiz. Er lernte früh die Lyrik Heinrich Heines, die Phantasmen Poes, Lovecrafts, Schopenhauers, Kafkas, Stevensons, den Weltkreis von Hermann Hesses Glasperlenspiel. Er las sie im Original. Allein Walt Whitmans Gedichte Leaves of Grass konnte Borges in Genf nur in deutscher Übersetzung auftreiben. Und er entdeckte dabei, dass Walt Whitman auch ein Deutscher hätte sein können oder ein Exilant, einer mit Migrationshintergrund, also wie Hermann Hesse. Und dass Walt Whitman es nur aus schierem Zufall nicht war. Borges las bei Walt Whitman: Ich, Walt Whitman, bin der Mensch. Ich litt, ich war dabei. Bin die Verachtung und die Seelenruhe der Märtyrer. Bin die Mutter von einst, verurteilt als Hexe, verbrannt. Über trockenem Holz ihre Kinder mussten zusehen. Ich bin der gehetzte Sklave, der auf der Flucht im Lauf erlahmt, sich an den Zaun lehnt, keuchend, schweißbedeckt. All dies fühle ich, all das bin ich, Walt Whitman, ein Kosmos, der Sohn von Manhattan. I am the man. I suffered, I was there. The disdain and calmness of martyrs, the mother of old, condemned for a witch, burnt with dry wood, her children gazing on, the hounded slave that flags in the race, leans by the fence, blowing, covered with sweat. All these I feel I am. Walt Whitman, a cosmos of the Manhattan, the sun. Borges erkannte, dass der Feind aller Literatur der Geschmack ist, der sagt, das mag ich nicht. Wer liebt, hat diese Kritiker- und Kleinkinderphrase aus seinem inneren Wörterbuch getilgt. Wer liebt, den faszinieren sogar die Anspielungen auf Emily Dickinson, Hemingway, F. Scott Fitzgerald bei Taylor Swift. Borges erkannte keine Grenzen an. Die Philosophien Europas wurden ihm zu einem Zweig der fantastischen Literatur. Denn was wir Menschen uns vorstellen, ist nicht weniger real als das, was wir die Realität nennen, sagte er einmal und definierte damit unabsichtlich den magischen Realismus, einen Begriff, den er von Herzen verabscheute. Realität benötigt laut Borges das Beiwort magisch nicht, wenn man die Realität von der Welt der Literatur aus betrachtet. Nie in den Käfig nationaler Tradition gesperrt, handhabte er über alle Zeiten und Kontinente hinweg Goethe, Dostoevsky, Platon, Döblin, Murasaki, Skibu, den mongolischen Präfekten, Marco Polo, Flaubert, Kant, Hegel, Hauchitin, Virginia Woolf, die isländischen Sagas, Homer, Emerson, Søren Kierkegaard, Mohammed, Flann O'Brien, Dante, Vergil, Voltaire, Joyce oder Chesterton mit derselben surrealen Leichtigkeit. Er hielt sich im Vergleich für gering. Er verachtete nie. Er übersetzte sie, nahm sie alle in sich auf und so gehen die Jahrhunderte um Jahrhunderte von anderen Autoren erdachten Figuren, Fabelwesen und Mythen bei ihm freimütig ein und aus. Eines seiner Vorbilder war Rudyard Kipling, der sich bis zu seinem Ende die Fähigkeit bewahrt hatte, in Englisch und in Hindustani zu denken. Borges hätte es bezaubert, zu erfahren, dass ein Franzose einmal einen Roman schreiben würde, worin die Inkas 1531 Europa erobern, statt umgekehrt Europa, das Inka-Reich. Für Emile Cioran war Borges das Symbol für eine Zukunft ohne die
pedantische Vulgarität der Ideologien, ihrer Sagbarkeitskulte und ihrer doppelzüngigen Rhetorik. Und die der völkischen Ideologie vorneweg, die sich gegenwärtig identitär nennt und sie irgendwann wieder und dann wieder anders nennen wird, die aber ihre faschistische Herkunft und Besessenheit nie oder nur schwerfällig verbergen kann. Mit Entsetzen las Borges die militärische Mystik des unsäglichen Ernst Jünger, der, wie heute die Identitären, das Wort Freiheit benutzt, aber Rassenkrieg und Endkampf meint und für sich, nur für sich, zersetzt, was Freiheit ist. Dann wandte Borges sich ab. Unkraut brauchte man nicht zu pflegen. Unkraut wächst von allein. Seine erste Kurzgeschichte tarnte Borges als Rezension eines Romans. Literaturkritiker rannten in die Buchhandlungen, um einen Roman erwerben zu wollen, den es gar nicht gab. Borges hatte ihn für seine Erzählung einfach erfunden. Alle seine folgenden Geschichten waren ebenso universell gültig wie allgemein zugänglich. Die gesamte Literatur jenes unfassbaren geistigen Kontinents, den wir notdürftig Lateinamerika nennen, von Julio Cortázar über Gabriel García Márquez bis zu Mario Vargas Llosa, wäre ohne Borges nicht denkbar. Eine sorgfältige Lektüre der unendlichen Geschichte Michael Endes oder des Namens der Rose von Umberto Eco setzt eine sorgfältige Borges-Lektüre voraus. Seine vielleicht eindrucksvollste Erzählung, El Immortal, der Unsterbliche, 1947, handelt vorderhand von dem römischen Tribun Marcus Flaminius Rufus, der sich auf eine Reise begibt, um Unsterblichkeit zu erlangen. Er gerät in eine Stadt mit konfuser Architektur, wie sie Giovanni Battista Piranesi und H.P. Lovecraft ersonnen haben könnten. Er begegnet dem ersten großen Romancier der Welt, der sich seiner zwei Werke nicht entsinnen kann. Der Tribun schreibt jenen Bericht über seine extremen Abenteuer nieder, den wir in Händen halten. Als der Erzähler, der Autor seinen Bericht durchliest, entdeckt er, dass einige, ja, dass viele seiner Sätze nicht von ihm stammen könnten, ja, dass alles ein Cento, literarisches Flickwerk sein könnte. Tertullian, der einst die Trinitas, jene fantastische Dreifaltigkeit Gottes, erstmals zur Sprache brachte und damit erfand, nannte Homer Zentonen oder Homer Zentones, jene Werke, die Einzelteile aus Homers Dichtung übernahmen. Der Bericht des Unsterblichen scheint seltsam, auch aus Stilen verschiedenster Zeiten zusammengesetzt. In Homo Deus überrascht uns Yuval Noah Harari mit der Prophezeiung, im 20. Jahrhundert würden wir Menschen nach der Unsterblichkeit greifen und den Tod überwinden wollen. So lautet die Frage, die Borges uns stellt: Was würde mit uns geschehen, wenn wir unsterblich wären? Nun, man bräuchte sich um das eigene körperliche Befinden nicht mehr zu sorgen, da man eine unendliche Zeitspanne, hunderte von Jahrhunderten hinter sich und vor sich hätte, und da sich alles endlos wiederholen würde, wäre jedes Tun am Ende unwichtig und sinnlos. Auch wäre alles erlaubt, weil irgendwann ohnehin alles geschehen würde. Nichts wäre einzigartig, nichts wäre neu, nichts besäße einen Wert in sich. Man würde nur selten sprechen, da schon alles einmal gesagt und alles vernommen worden wäre. Ohne Ablaufdatum, ohne Frist, ohne Deadline.
wäre das Leben jeder Notwendigkeit enthoben. Man wäre gelassen, man wäre befriedet, bis zur Gleichgültigkeit, man würde kein Mitleid mehr empfinden, würde, wie es im Unsterblichen heißt, niemandem dabei helfen, zu überleben oder zu sterben. Einer wäre wie jeder andere, wäre niemand. Nichts wäre von Bedeutung. Nur der Sachverhalt, dass ein Fluss, der Sterblichkeit verleiht, existieren muss, da ja auch ein Fluss existiert, der Unsterblichkeit verleiht. So will der Erzähler, der ewiges Leben gesucht und gefunden hat, zur Sterblichkeit zurückkehren und weiß seine Erlösung kaum zu fassen, als ihm die Rückkehr zu seiner Sterblichkeit nach 1600 Jahren endlich gelingt. Als er sich verletzt, empfindet er Schmerz. Der Schmerz verheißt ihm seinen Tod und er empfindet diese Verheißung als Rausch, wie bei einer überwältigenden Vision. Man muss den Unsterblichen so und kann ihn auch anders lesen. Man sollte die Erzählung auch mit dem eingangs zitierten Walt Whitman als eine Utopie des Menschseins lesen, die in der Literatur bereits verwirklicht ist, mit hochpolitischen Konsequenzen. Je mehr wir lesen, desto mehr sind wir. In Everything and Nothing aus dem Band Borges und ich 1960 erzählt Borges die gesamte Biografie William Shakespeares, erzählt von Shakespeares Ratlosigkeit darüber, wer er Shakespeare in Wahrheit denn sei. Und dass er darum als Schriftsteller und Schauspieler so viele verkörperte, so viele Menschen war und, Zitat, alle Erscheinungen des Seins erschöpfen konnte. Von hier aus wird politisch gesehen jede kulturelle Volkszugehörigkeit nichtiger Quatsch. Wir wandeln uns ständig, widersprechen uns ständig. Do I contradict myself? So Whitman, very well, then I contradict myself. I am large, I contain multitudes. Wir sind viele, komplex. Und werden, sollten wir trotz Gicht, Alkohol und Zigaretten so alt werden wie Robert Zimmerman, alias Bob Dylan, fast alle gewesen sein. Bis wir auch, wie Bob Dylan auf seinem Album Rough and Rowdy Ways, Whitman zitieren dürfen. I'm a man of contradictions, I'm a man of many moods, I contain multitudes. Man sieht, es gibt für die rechten bis faschistischen Agitatoren allen Grund, zutiefst beklommen zu sein. Diese Utopie Whitmans, Bob Dylans, Borges geht längst durch uns alle hindurch, ist längst Realität. Oder wie mein Freund aus Kalkutta, der lange in Zürich lebte und in Bombay und in Stanford, mein Freund Sid, sagte einmal, wer Hesse Siddhartha gelesen habe, werde immer Siddhartha gewesen sein. Um die Erzählung der Unsterbliche von Borges zum ersten Mal Wort für Wort genießen zu können, braucht man, gleich wie bei Wladimir Nabokov, nicht jede Anspielung zu verstehen. Ganz im Gegenteil. Man sollte sie wie einen historischen Thriller hören, ein Genre, das Borges kultiviert und revolutioniert hat. In seiner verdichteten Fülle an Ideen und geheimnisvoll glückhaften Sätzen ist die Erzählung mit ihren kaum 18 Seiten ein Roman borgesianischer Art. Und aufgrund dieser Fülle schon ein eigenes Buch für sich. Wir finden darin nur wenige Metaphern und Vergleiche und so stechen sie umso mehr hervor und bieten uns die Gelegenheit zu erklären, was eine Metapher ist und was ein Vergleich, die im Deutschen gerne verwechselt werden. Ein Vergleich, eine Simile, erkennen wir daran, dass sie mit einem Wie oder Wie wenn eingeleitet wird. Aus der Erzählung von Borges, ein Zitat, im Sand ausgestreckt wie eine kleine, eine kleine verwitterte Sphinx aus Lavagestein, ließ der Troglodyt die Himmel über sich kreisen.
Das war ein Vergleich, ein Simile. Eine Metapher hingegen ist, wenn Tribun Marcus Flaminius Rufus schreibt, es sei ihm verwehrt gewesen, das Antlitz des Mars zu erblicken. Mars ist der römische Gott des Krieges. Und Marcus meint damit, es sei ihm nicht gelungen, an den Schlachten um Alexandria teilzunehmen. Einen Vergleich würde Marcus Flaminius Rufus dann verwenden, das ist im Kontrast zur Metapher, wenn er schriebe, ich nahm an den Schlachten um Alexandria nicht teil, als hätte sich das Antlitz des Mars von mir abgewandt. Die Erzählung der Unsterbliche jetzt vorzutragen und auf Patreon zusätzlich noch Everything and Nothing, ohne Störung kommentarlos vorzutragen und euch alle hier zu bitten, sie selbst nachzulesen, ist ein Vergnügen und nicht nur wegen der politischen Implikationen eine Verpflichtung. Man begrübelt und analysiert sie nicht. Man verschlingt sie zunächst einmal, verleibt sie sich ein. Und dennoch, wer wie immer bei Borges die Erzählung gegen Ende hin rätselhaft findet, dem sollen das Rätsel und die Lösung des Rätsels nicht verschwiegen werden. Das Rätsel geht so. Wer ist der Autor der Erzählung? Ja, natürlich, Borges. Aber wer ist der Verfasser des Berichts in der Erzählung? Oh weh, da haben wir eine Fülle von Sekundärliteratur vor uns. Nee, haben wir natürlich nicht. Wir haben es ganz einfach. Es sind mehrere Erzähler, namentlich drei in einem. Eine Trinitas, wir erinnern uns. Erstens Tribun Marcus Flaminius Rufus. Zweitens der Dichter Romancier Homer. Drittens der Antiquar Josef Kartaphilos aus Smyrna, der zu Beginn der Erzählung einer Fürstin, nicht aus Zufall, eine sehr alte Ausgabe der Ilias von Alexander Pope offeriert, um wenige Monate später wie Homer auf der Insel Ios beerdigt zu werden. Ja, warum? Weil er einmal, auch er, Homer gewesen ist. Es ist schwindelerregend unglaubhaft, so denke ich, aber die Erzählung löst hiermit zugleich das alte theologische Problem, wie kann jemand einer sein und zugleich drei? Die berühmte heilige Dreifaltigkeit. Borges, der Agnostiker, der hat es hingekriegt. Das Motto, das Borges zu Beginn zitiert, stammt aus den Essays des Philosophen Francis Bacon, 1625. Kapitel 58. Bacon wiederum zitiert darin Salomo und Platon. Bacon lässt die beiden in einen Dialog treten. Alles, was wir wissen, kommt notgedrungen aus der Erinnerung. Wenn es nichts Neues unter der Sonne gibt, wird das Neue, sollte es das Neue trotzdem einmal geben, nur aus dem Vergessen kommen können. So die Aussage. Der Witz besteht nun darin, dass Bacon diese Zitate Salomo und Platon in den Mund legt. Auch wenn Salomo und Platon sie gesagt, sie geschrieben haben könnten. Oder auch andere. Und wieder haben wir drei Autoren, Salomo, Platon und Bacon. Auch weil das Motto kreisförmig, also zyklisch auf den Schluss der Erzählung von Borges voraus, wo es heißt, dass nur Worte bleiben. Die Worte anderer, die man wie Roger Bacon zu einem neuen Sinnganzen formt. Das Motto lautet in deutscher Übersetzung, Salomon sagt, es gibt nichts Neues auf der Erde. Und so wie Platon eine Eingebung hatte, dass alles Wissen bloße Erinnerung sei, so gibt uns Salomon sein Urteil, dass alles Neue nur vergessen ist. So, und jetzt fangen wir an. Solomon saith, there is no new thing upon the earth, so that as Plato had an imagination, that all knowledge was but remembrance. So Solomon giveth his sentence, that all novelty is but oblivion. Francis Bacon, Essays, Chapter 58. In London bot Anfang Juni 1929 der Antiquar Josef Kartaphilos aus Smyrna
der Fürstin Lucinge die 6 Bände in Kleinquart 1715 bis 1720 der Ilias von Pope an. Die Fürstin erwarb sie. Als sie sie entgegennahm, wechselte sie ein paar Worte mit ihm. Er war, sagt sie uns, ein ausgemergelter, erdfallener Mann mit grauen Augen und grauem Bart und einzigartig vagen Gesichtszügen. Er erging sich fließend und fehlerhaft in mehreren Sprachen. Binnen weniger Minuten wechselte er vom Französischen zum Englischen und vom Englischen zu einer rätselhaften Verschmelzung von Salonikisch-Spanisch und Macao-Portugiesisch. Im Oktober erfuhr die Fürstin von einem Passagier, der Zeus, dass Kartaphilus auf der Rückfahrt nach Smyrna auf See gestorben war und dass man ihn auf der Insel Ios beigesetzt hatte. Im letzten Band der Ilias fand sie dieses Manuskript. Das Original ist auf Englisch abgefasst und wimmelt von Latinismen. Die abgedruckte Übersetzung ist wortgetreu. Kapitel 1. Soweit ich mich erinnere, begann meine Mühsal in einem Garten in Thebai Hekatompylos zur Zeit, als Diokletian Kaiser war. Ich hatte in den jüngst vergangenen ägyptischen Kriegen ohne Rom gekämpft. Ich war Tribun einer Legion, die in Baranis am Roten Meer im Quartier lag. Fieber und Magie zehrten viele Männer auf, die hohen Mutes um das Schwert baten. Die Mauretanier wurden besiegt. Der Boden, den einst die aufsässigen Städte bedeckt hatten, wurden auf ewig den plutonischen Gottheiten geweiht. Alexandria, niedergeworfen, erflehte vergebens das Erbarmen des Cäsar. In weniger als einem Jahr errangen die Legionen den Triumph, indessen es mir nicht einmal beschieden war, das Antlitz des Mars von fern zu erblicken. Diese Entbehrung schmerzte mich und war vielleicht der Grund dafür, dass ich mich aufmachte und durch furchtbare und verworrene Wüsten zog, die geheime Stadt der Unsterblichen zu entdecken. Meine Mühsal begann, so erzählte ich, in einem Garten in Theben. Die ganze Nacht über schlief ich nicht, weil in meinem Herzen etwas kämpfte. Kurz vor Tagesanbruch stand ich auf. Meine Sklaven schliefen. Der Mond war von der gleichen Farbe wie der unendliche Sand. Ein erschöpfter, blutüberströmter Reiter kam von Osten. Ein paar Schritte vor mir glitt er vom Pferd. Mit schwacher, unersättlicher Stimme erfragte er mich auf Lateinisch nach dem Namen des Flusses, der die Mauern der Stadt umspülte. Ich antwortete ihm, es sei der Ägyptos, den die Regenfälle speisen. »Ich suche einen anderen Fluss«, erwiderte er traurig. »Den verborgenen Fluss, der die Menschen vom Tode reinigt.« Dunkles Blut quoll ihm aus seiner Brust. Er sagte mir, seine Heimat sei ein Gebirge am anderen Ufer des Ganges. Und in diesem Gebirge heiße es, wenn einer gen Abend gehe, wo die Welt endet, werde er zu dem Fluss kommen, dessen Wasser Unsterblichkeit verleihen. Er fügte hinzu, am äußersten Ufersaum erhebe sich die Stadt der Unsterblichen, reich an Bollwerken und an Amphitheatern und Tempeln. Noch vor der Morgenröte starb er. Ich aber beschloss, die Stadt und ihren Fluss zu entdecken.
Einige gefangene Mauretanier bestätigten unter der Folter des Henkers den Bericht des Reisenden. Einer erinnerte an die elysischen Gefilde am äußersten Ende der Welt, wo das Leben der Menschen von währender Dauer ist. Ein anderer an die Höhen, wo der Paktolos entspringt, dessen Bewohner 100 Jahre alt werden. In Rom sprach ich mit Philosophen, die befanden, die Verlängerung des Menschenlebens eine Verlängerung seiner Agonie und Vervielfältigung der Anzahl seiner Tode. Ich weiß nicht, ob ich je an die Stadt der Unsterblichen geglaubt habe. Damals fand ich wohl mein Genügen in der Aufgabe, sie zu suchen. Flavius, Prokonsul von Getulien, überließ mir für das Unternehmen 200 Soldaten. Außerdem warb ich Söldner, die sich als wegkundig ausgaben und die die Ersten waren, die desertierten. Die späteren Ereignisse haben die Erinnerung an unsere ersten Reisetage bis zur Unentwirrbarkeit entstellt. Wir brachen von Arsinoe auf und hielten Einzug in die Glutwüste. Wir durchquerten das Land der Troglodyten, die sich von Schlangen ernähren und des Umgangs mit dem Wort ermangeln. Das der Garamanten, bei denen die Frauen Gemeinbesitz sind und die sich von Löwen ernähren. Das der Augilen, die als einziger Gottheit dem Tartaros huldigen. Wir schleppten uns durch andere Wüsten, deren Sand schwarz ist und wo der Reisende die Nachtstunden nutzen muss, weil die Glut des Tages unerträglich ist. Von weitem erblickte ich den Berg, der dem Ozean den Namen gab. An seinen Hängen gedeiht Wolfsmilchsgewächs, die Euphorbie, die Gifte unschädlich macht. Auf seinem Gipfel hausen die Satyren, ein halbtierisches Landvolk, das zur Ausschweifung neigt. Dass diese barbarischen Weltgegenden, wo die Erde ungeheuer gebiert, in ihrem Schoß eine berühmte Stadt bergen sollten, erschien uns allen unbegreiflich. Wir setzten unseren Marsch dennoch fort, als schimpfig gewesen wäre, einen Rückzug anzutreten. Ein paar Furchtlose ließen im Schlaf den Mond auf ihr Gesicht scheinen. Das Fieber verbrannte sie. Aus dem verdorbenen Wasser der Zisternen tranken andere Wahnsinn und Tod. Dann begannen die Desertionen. Nicht lange darauf kam es zu Aufständen. Um sie zu unterdrücken, scheute ich nicht vor der Anwendung von Strenge zurück. Ich verfuhr rechtmäßig, doch verriet mir ein Centurio, dass die Aufsässigen aus Rache für den Kreuzestod eines ihrer Kameraden mir nach dem Leben trachteten. Ich floh aus dem Lager mit den wenigen Soldaten, die mir treu geblieben waren. In der Wüste verlor ich sie zwischen Sandwirbeln und weitläufiger Nacht. Ein kretischer Pfeil verletzte mich. Tagelang irrte ich umher, ohne Wasser zu finden. Oder war es nur ein einziger, ungeheurer Tag, den Sonne, Durst und die Furcht vor dem Durst vervielfachten? Ich überließ den Weg der Willkür meines Pferdes. Im Morgengrauen starrte die Ferne von Pyramiden und Türmen. Unerträglich träumte ich von einem engen und glitzernden Labyrinth. Im Mittelpunkt war ein Krug. Fast berührten ihn meine Hände, meine Augen sahen ihn, aber so verschlungen und verzwickt waren die Bogenlinien, dass ich wusste, eher würde ich sterben, als ihn erreichen. Als ich endlich aus den Schlingen dieses Albtraums befreite, fand ich mich an den Händen gefesselt, in eine längliche Nische aus Stein geworfen.
die nicht größer als ein gewöhnliches Grab, notdürftig in den Steilhang eines Berges gegraben war. Die Seiten waren feucht und eher durch Zeit denn durch Fleiß geglättet. Ich fühlte in der Brust ein schmerzendes Pochen, fühlte, dass der Durst mich verbrannte. Ich richtete mich auf und rief mit schwächlicher Stimme. Am Fuß des Berges verlief geräuschlos ein trübes Wasser, das von Abfällen und Sand stockte. Am anderen Ufer erstrahlte im letzten oder ersten Sonnenlicht die ersichtliche Stadt der Unsterblichen. Ich sah Mauern, Bögen, Giebel und Plätze. Der Grundsockel war eine felsige Hochfläche. An die 100 unregelmäßig verteilter Nischen gleich meiner furchten den Hang und das Tal. Im Sand gab es Brunnen von geringer Tiefe. Aus diesen elenden Löchern und den Nischen tauchten grauhäutige, bartstruppige, nackte Männer auf. Ich meinte, sie wiederzuerkennen. Sie gehörten zur tierischen Stamm der Troglodyten, die die Ufer des Arabischen Golfs und die Höhlen Äthiopiens verseuchen. Ich war nicht verwundert, dass sie nicht sprachen und dass sie Schlangen fraßen. Die Not des Durstes machte mich tollkühn. Ich überlegte mir, dass mich etwa 30 Fuß vom Ufersand trennten, mit geschlossenen Augen, die Hände auf dem Rücken gefesselt, stürzte ich mich bergab. Ich tauchte das blutüberströmte Gesicht ins dunkle Wasser. Ich trank wie das Vieh an der Tränke, bevor ich abermals in Schlaf und Fieberträume verfiel, sagte ich sonderbarerweise ein paar griechische Worte vor mich hin. Die reichen Teukrer von Selaia, die das dunkle Wasser des Aesepos trinken. Ich weiß nicht, wie viele Tage und Nächte über mich hingingen. Von Schmerzen geplagt, unfähig in den Schutz der Höhlen zurückzufinden, nackt. Auf dem unbekannten Sand ließ ich Mond und Sonne mit meinem widerwärtigen Geschick spielen. Die Troglodyten, barbarische Kindermenschen, halfen mir nicht zu überleben, noch zu sterben. Umsonst flehte ich sie an, mich zu töten. Eines Tages zerschnitt ich mit der Kante eines Kiesels meine Fesseln. Und wieder eines Tages stand ich auf und brachte es fertig, ich, Marcus Flaminius Rufus, Militärtribun einer der Legionen Roms, meine erste ekelhafte Ration, Schlangenfleisch zu erbetteln oder zu stehlen. Das Verlangen, die Unsterblichen zu sehen, die übermenschliche Stadt mit Händen zu fassen, brachte mich fast um den Schlaf. Als ob sie mein Vorhaben durchschauten, schliefen auch die Troglodyten nicht. Zuerst schloss ich daraus, dass sie mich bewachten. Später, dass ich sie mit meiner Unrast angesteckt hätte, wie Hunde einander anstecken können. Um das barbarische Dorf hinter mir zu lassen, wählte ich die belebteste Stunde des Tages, den hereinbrechenden Abend, wenn fast alle Männer aus Ritzen und Brunnenlöchern hervortauchen und den Sonnenuntergang betrachten, ohne ihn zu sehen. Ich betete laut, weniger um die Gunst der Götter herabzuflehen, also um die Morde mit artikulierten Wörtern einzuschüchtern. Ich durchquerte das von Sandbänken verstopfte Flussbett und wandte mich zur Stadt. Verstört folgten mir zwei oder drei Männer. Sie waren wie die anderen ihrer Art von verkümmertem Wuchs. Sie flößten nicht Furcht, sondern Abscheu ein. Ich musste ein paar unregelmäßige Vertiefungen umgehen, die mir Steinbrüche zu sein schienen. Geblendet von der Größe der Stadt hatte ich sie nahe gewähnt.
Gegen Mitternacht betrat ich den von Götterbildern gezähnten Schatten ihrer dunklen Mauern auf gelbem Sand. Etwas wie ein heiliger Schrecken ließ meinen Schritt stocken. So sehr verabscheuter Mensch, das nie erblickte, und die Wüste, dass ich froh war zu bemerken, dass einer der Troglodyten mir bis zum Schluss gefolgt war. Ich schloss die Augen und wartete, ohne zu schlafen, auf den Anbruch des Tages. Ich habe gesagt, dass die Stadt auf eine felsige Hochfläche gegründet war. Diese Hochfläche, die einer Steilküste glich, war nicht minder schroff als die Mauern. Vergebens schritt ich sie ab. Der schwarze Grundsockel wies nicht die kleinste Unregelmäßigkeit auf. Die immer gleichen Mauern schienen kein einziges Tor zuzulassen. Die Hitze des Tages ließ mich in einer Höhle Schutz suchen. Am Grunde war ein Brunnen, im Brunnen eine Leiter, die sich in der untersten Finsternis verlor. Ich stieg hinab. Durch ein Chaos schmutziger Galerien gelangte ich in ein weites, kreisförmiges Gemach, das kaum zu erkennen war. Dieses unterirdische Gelass hatte 9 Türen. 8 davon waren Eingänge eines Labyrinths, das trügerisch in dasselbe Gemach wieder einmündete. Die 9. führte durch ein weiteres Labyrinth in ein zweites kreisförmiges Gemach, gleich dem ersten. Die genaue Zahl der Gemächer kenne ich nicht. Mein Missgeschick und meine Angst vervielfachten sie. Die Stille war feindlich und fast vollkommen. In diesem tiefen Netzwerk aus Stein war nichts zu vernehmen aus einem unterirdischen Wind, dessen Ursache ich nicht herausfand. Lautlos versickerten in den Spalten Fäden rostigen Wassers. Schrecklicherweise gewöhnte ich mich an diese ungewisse Welt. Ich hielt es für unglaubhaft, dass es anderes geben könne als unterirdische Gelasse mit 9 Türen und weite Gänge, die sich gabeln. Ich weiß nicht, wie lange ich so unter der Erde dahin wanderte. Ich weiß nur noch, dass ich einmal aus Heimweh das grässliche Barbarendorf mit meiner in Reben gebetteten Heimatstadt verwechselte. Am Ende eines Ganges versperrte mir unvermutet eine Mauer den Weg. Ein fernes Licht fiel auf mich. Ich hob die geblendeten Augen, schwindelte in höchster Höhe, sah ich ein kreisförmiges Stück Himmel von solcher Bläue, dass es mir purpurn hätte scheinen können. Metallene Stufen kletterten die Mauer hinan. Ich war zum Unfallen müde, doch stieg ich hinauf. Nur von Zeit zu Zeit hielt ich inne, um vor Glückseligkeit dümmlich zu schluchzen. Ich sah Kapitelle und Säulenringe, dreieckige Giebelfelder und Gewölbe, wirren Prunk von Granit und Marmor. So war mir beschieden aus der blinden Region schwarzer, verwickelter Labyrinthe zu der strahlenden Stadt emporzusteigen. Heraus kam ich auf etwas wie einen kleinen Platz, naja, besser gesagt, in einen Innenhof, im Umgab ein einziges Gebäude von unregelmäßiger Form und unterschiedlicher Höhe. Zu diesem ungleichartigen Gebäude gehörten die verschiedenen Kuppeln und Säulen. Mehr noch als jede andere Besonderheit dieses unglaublichen Gebäudes bestürzte mich die uralte Bildung. Ich fühlte, dass es älter als die Menschen, älter als die Erde war. Dieses deutlich erkennbare Alter, mochte es auch die Augen irgendwie schrecken, schien mir dem Schaffen unsterblicher Baumeister angemessen. Zuerst vorsichtig, dann gleichgültig. Schließlich verzweifelt irrte ich über Treppen und gepflasterte Höfe des unentwirrbaren Palasts. Später stellte ich fest, dass Breite und Höhe der Stufen ungleich waren, was mich die sonderbare Müdigkeit begreifen ließ, die sie mir bereiteten. Dieser Palast ist ein Bauwerk der Götter, dachte ich zunächst. Ich durchforschte seine unbewohnten Gemächer und verbesserte mich. Die Götter, die ihn gebaut haben, sind tot. Ich achtete auf seine Eigenheiten
und sagte, die Götter, die ihn erbaut haben, waren wahnsinnig. Das sagte ich, wie ich mich genau erinnere, deinem unbegreiflichen Aufbegehren, das Verstreue war, mehr mit geistigem Grauen, denn spürbarer Angst. Zu dem Eindruck unverdenklichen Alters kamen andere, der Eindruck von Schrankenlosigkeit, von Schroffheit, von verwickelter Sinnlosigkeit. Ich hatte ein Labyrinth durchwandert, aber die gleißende Stadt der Unsterblichen ängstigte mich und sie stieß mich ab. Ein Labyrinth ist ein Haus, das die Menschen irreführen soll. Seine Bauweise, die in Symmetrien schwelgt, ist auf diesen Zweck ausgerichtet. In dem Palast, den ich teilweise erforschte, war die Bauart zwecklos. Immer wieder stieß ich auf blinde Gänge, auf unerreichbar hoch angebrachte Fenster, auf prunkvolle Türen vor einer Zelle oder einem Brunnen, auf unglaublich verdrehte Treppen, die mit Stufen und Geländer nach unten hingen. Andere, die seitlich vor einer Riesenmauer in der Luft schwebten, endeten, ohne irgendwo hinzuführen, nach zwei, drei Windungen, im oberen Schatten der Kuppeln. Ich weiß nicht, ob alle Beispiele, die ich aufgezählt habe, buchstäblich zutreffen. Ich weiß nur, dass sie jahrelang meine Albträume verseucht haben. Ich kann nicht mehr sagen, ob diese oder jene Einzelheit die Wirklichkeit oder die Schreckbilder wiedergibt, die meine Nächte verzerrten. Diese Stadt, dachte ich, ist so furchtbar, dass ihre bloße Existenz und Fortdauer, sei es auch in der Tiefe einer abgeschiedenen Wüste, die Vergangenheit und die Zukunft in Mitleidenschaft zieht und irgendwie die Gestirne beeinträchtigt. Solange sie dauert, kann auf Erden niemand tapfer oder glücklich sein. Ich will sie nicht beschreiben. Ein Kauderwelsch, ein Tiger oder Stierkörper, an dem miteinander vermählt und in gehässiger Zwietracht Zähne, Organe und Köpfe ungeheuerlich durcheinander wimmeln, wären vielleicht annähernde Vergleiche. Ich entsinne mich nicht mehr der Etappen meines Rückzugs durch die verstaubten und feuchten Adern dieser Unterwelt. Ich weiß nur noch, dass mich die Angst nicht losließ. Beim Verlassen des letzten Labyrinths könnte mich abermals die heillose Stadt der Unsterblichen umringen. Sonst kann ich mich an nichts erinnern. Dieses Vergessen, das ich heute nicht mehr überwinden kann, war vielleicht gewollt. Vielleicht waren die Umstände meines Entkommens so unliebsam, dass ich an einem Tag, der nicht minder dem Vergessen angehört, geschworen habe, sie zu vergessen. Kapitel 3. Wer die Schilderung meiner Mühsal aufmerksam gelesen hat, wird sich erinnern, dass ein Mann von der Horde, wie etwa ein Hund, der mir nachgetrottet wäre, mich bis in den unregelmäßigen Schatten der Mauern verfolgt hatte. Als ich aus dem letzten unterirdischen Gang hinaustrat, traf ich ihn am Ausgang der Höhle. Er lag ausgestreckt im Sand, in den er plump und reif und Zeichen grub und wieder auswischte, gleich den Lettern in einem Traum, die man nahe daran ist, zu verstehen, auf dass sie sogleich zerfließen. Zunächst dachte ich, es handle sich um eine barbarische Schrift. Dann sah ich ein, dass es sinnlos ist, sich einzubilden, Menschen, die es nicht zu Worten gebracht haben, könnten es zur Schrift bringen. Doch war keine der Formen einer anderen gleich, was die Möglichkeit, dass es sich um symbolische Zeichen handelte, ausschloss oder beseitigte. Der Mann zeichnete sie auf, betrachtete sie und verbesserte sie. Plötzlich, als sei er des Spiels müde, wischte er sie mit der Handfläche und dem Unterarm aus.
Er blickte sich um, schien mich nicht wiederzuerkennen. Und doch, so groß war die Erleichterung, die mich überflutete, oder so groß und schrecklich meine Einsamkeit, dass mir der Gedanke kam, dieser primitive Troglodyte, der mich vom Höhlenboden betrachtete, habe auf mich gewartet. Die Sonne erhitzte die Ebene, als wir den Rückweg zum Dorf antraten. Unter den ersten Sternen war der Sand unter den Füßen glühend heiß. Der Troglodyte ging vor mir her. An diesem Abend nahm ich mir vor, ihm ein paar Worte beizubringen, ihn sie vielleicht nachsprechen zu lassen. Hund und Pferd, wog ich leisten das eine, viele Vögel, so die Nachtigall der Cäsaren, das andere. Mochte der Verstand eines Menschen auch noch so plump sein, vernunftlose Geschöpfe würde er auf jeden Fall übertreffen. Die Demut und das Elend des Troglodyten brachten mir das Bild des Argos ins Gedächtnis, des alten, totgeweihten Hundes der Odyssee. Und deshalb nannte ich ihn Argos und versuchte ihm den Namen einzuprägen. Ich scheiterte vom einen zum anderen Mal. Vernünftiges Zureden, strenge Beharrlichkeit, alles war umsonst. Reglos, mit stumpfen Augen schien er die Laute, die ich ihm einzuprägen suchte, nicht aufzunehmen, obwohl nur ein paar Schritte von mir entfernt, schien er weit, weit weg zu sein. Im Sand ausgestreckt wie eine kleine, verwitterte Sphinx aus Lavagestein, ließ er die Himmel über sich kreisen von der Früh bis zur Abenddämmerung. Ich hielt es für ausgeschlossen, dass er mein Vorhaben nicht begreifen sollte. Ich dachte an die Sage, die bei den Äthiopiern umgeht, dass die Affen wohlweislich nicht sprechen, damit man sie nicht zur Arbeit anhält, und schrieb das Schweigen des Argus Misstrauen und Furcht zu. Diese Vorstellung brachte mich auf eine andere, die noch ausschweifender waren. Ich dachte, Argos und ich gehörten verschiedenen Universen an. Ich dachte, unsere Wahrnehmungen seien zwar die gleichen, doch füge Argos sie anders zusammen und bilde aus ihnen andere Gegenstände. Ich dachte, es gäbe für ihn vielleicht keine Gegenstände, sondern nur ein schwindelerregendes und fortwährendes Zusammenspiel blitzschneller Eindrücke. Ich dachte an eine Welt ohne Gedächtnis, ohne Zeit. Ich erwog die Möglichkeit einer Sprache, die Substantive nicht kennt, einer Sprache aus unpersönlichen Verben oder nicht deklinierbaren Beiwörtern. So starben die Tage dahin und mit den Tagen die Jahre. Aber etwas dem Glück Ähnliches geschah eines Morgens. Es regnete mit hinhaltender Wucht. Die Nächte in der Wüste können kalt sein, aber diese war brennend wie Feuer gewesen. Mir träumte ein Fluss in Thessalien, dessen Fluten ich einen goldenen Fisch zurückgegeben hatte, sei gekommen, mich zu erlösen. Über den roten Sand und das schwarze Geröll hörte ich ihn nahen. Die Frische der Luft und das geschäftige Rauschen des Regens weckten mich auf. Ich lief nackt hinaus, ihn zu empfangen. Die Nacht ging ihrem Ende zu, unter den gelben Wolken überließ sich der Stamm, nicht minder selig als ich, den belebenden Wassergüssen in einer Art Rausch. Sie glichen orgiastischen Tänzern, gottbesessenen Korybanten. Argos, die Augen zur Himmelswölbung gehoben, stöhnte, Sturzbäche rannten ihm übers Gesicht, nicht nur von Wasser, sondern, wie ich später erfuhr, von Tränen. Argos, rief ich ihm zu, Argos! Mit sanftem Staunen, als fände er etwas wieder, was verloren und lange vergessen war, stammelte Argos diese Worte. Argos, Hund des Odysseus. Und dann jedoch, ohne mich anzusehen, Argos, dieser auf den Mist geworfene Hund. Mit der Wirklichkeit finden wir
uns leicht ab, vielleicht weil wir spüren, dass nichts wirklich ist. Ich fragte ihn, was er denn von der Odyssee wisse. Er hatte Mühe mit dem Griechischen. Ich musste meine Frage wiederholen. Sehr wenig, sagte er, weniger als der ärmste Rhapsode. Es mögen schon 1100 Jahre vergangen sein, seit ich sie ersann. Kapitel 4. Alles wurde mir klar an diesem Tag. Die Troglodyten waren die Unsterblichen. Der im Sand versickernde Wasserlauf war der Fluss, den der Reiter gesucht hatte. Was die Stadt anging, deren Ruhm bis zum Ganges gedrungen war, so mochten 9 Jahrhunderte seit dem Tage vergangen sein, an dem die Unsterblichen sie geschleift hatten. Aus den Überresten ihrer Trümmer erbauten sie an derselben Stelle die unsinnige Stadt, die ich durchstreift hatte, als eine Art Parodie oder Kehrseite und auch als Tempel der irrationalen Gottheiten, die mit der Welt ihr Spiel treiben und von denen wir nichts wissen, außer dass sie nicht dem Menschen gleichen. Diese Gründung war das letzte Zeichen, zu dem die Unsterblichen sich herabließen. Sie bezeichnet eine Stufe, auf der sie zu der Einsicht gelangt, alles Tun sei vergebens und eitel, im Denken zu leben beschlossen. In der reinen Spekulation. Sie errichteten den Bau, vergaßen ihn und zogen in die Höhlen. Versunken nahmen sie die physische Welt fast nicht mehr wahr. Von diesen Geschehnissen erzählte Homer, als spräche er zu einem Kind. Er erzählte mir auch von seinem Alter und der letzten Reise, die er antrat, wie Odysseus von dem Vorsatz getrieben, zu den Menschen zu kommen, die nicht wissen, was das Meer ist, die kein eingesalzenes Fleisch essen und nicht ahnen, was ein Ruder ist. Ein Jahrhundert lang wohnte er in der Stadt der Unsterblichen. Als man sie abriss, riet er zur Gründung der anderen. Das braucht uns nicht zu überraschen. Geht doch die Rede, dass er, nachdem er den Kampf um Ilion besungen hatte, den Krieg der Frösche und Ratten besang. Er war gleichsam ein Gott, der den Kosmos und hernach das Chaos erschuf. Unsterblich zu sein ist nichts Besonderes. Vom Menschen abgesehen sind es alle Geschöpfe, da sie den Tod nicht kennen. Das Göttliche, das Schreckliche, das Unbegreifliche ist das Wissen um die eigene Unsterblichkeit. Ich habe festgestellt, dass trotz der Religionen diese Überzeugung äußerst selten ist. Juden, Christen und Moslems bekennen sich zwar zur Unsterblichkeit, aber die Verehrung, die sie dem ersten Lebensjahrhundert zollen, beweist, dass sie nur an dieses eine glauben, dass sie ja die Zahl aller übrigen ihm zum Lohn oder zur Strafe bestimmen. Sinnvoller erscheint mir das Rad gewisser Religionen Hindustans. In diesem Rad, das weder Anfang noch Ende hat, ist jedes Leben Auswirkung des Vorangehenden und erzeugt aus sich das Folgende, aber keines bestimmtes Ganze. Belehrt durch jahrhundertelange Übung hatte die Gemeinschaft der Unsterblichen die Vollendung der Duldsamkeit, ja der Nichtachtung erlangt. Sie wusste, dass innerhalb eines unendlichen Zeitraums jedem Menschen alles widerfährt. Aufgrund seiner vergangenen oder künftigen Tugenden hat jeder Mensch Anspruch auf alle Güte, aber auch auf allen Verrat, wegen seiner Ruchlosigkeiten in der Vergangenheit oder der Zukunft. So wie bei Glücksspielen die geraden und ungeraden Zahlen dem Gleichgewicht zuneigen, so heben Geist und Torheit einander auf oder berichtigen sich gegenseitig. Und vielleicht ist das bäuerlich derbe Gedicht vom Cid das erforderliche Gegengewicht zu einem Epitheton der Ekloden oder einer Wortfügung von Heraklit. Der flüchtigste Gedanke gehorcht einem unsichtbaren Plan und kann eine geheime Form krönen oder stiften. Ich weiß von solchen, die Böses taten, damit es sich in künftigen Jahrhunderten als das Gute herausstellen sollte, wenn es sich nicht schon in den vergangenen als das Gute herausgestellt hatte. Und so betrachtet sind alle unsere Handlungen gerecht, doch sind sie auch gleichgültig.
Es gibt weder moralische noch intellektuelle Verdienste. Homer dichtete die Odyssee. Postuliert man einen unendlichen Zeitraum und eine Unendlichkeit von Umständen und Abwandlungen, so erscheint es undenkbar, dass nicht wenigstens einmal auch die Odyssee hätte gedichtet werden sollen. Niemand ist jemand, ein einziger und sterblicher ist die ganze Menschheit. Wie Cornelius Agrippa bin ich Gott, bin Heros, bin Philosoph, bin Dämon und bin Welt, womit auf mühsame Weise gesagt ist, dass ich nicht bin. Die Anschauung von der Welt als einem System abgewogener Kompensierungen hat die Unsterblichen ungeheuer beeinflusst. Zunächst einmal hat sie ihr Gefühlserleben gegen das Mitleid gefeiert. Ich habe die alten Steinbrüche erwähnt, die die Felder am anderen Ufer durchzogen. Ein Mann stürzte in den tiefsten. Er konnte sich weder verletzen noch sterben, doch verbrannte ihn der Durst. Bevor sie ihm einen Strick zuwarfen, vergingen 70 Jahre. Ebenso wenig kümmerte sie das eigene Geschick. Der Leib war für sie ein unterwürfiges Haustier, für welches das monatliche Almosen von ein paar Stunden Schlaf, einem Schluck Wasser und einem Fetzen Fleisch ausreichte. Man soll uns deswegen nicht das Kitten schelten. Kein Genuss ist so vielseitig wie das Denken, und ihm gaben wir uns hin. Manchmal brachte ein außergewöhnlicher Reiz uns der physischen Welt zurück, so zum Beispiel an jedem Morgen die alte elementare Wonne des Regens. Diese Einschnitte waren jedoch äußerst selten, alle Unsterblichen waren zu vollkommener Ruhe fähig. Ich erinnere mich an einen, den ich nie aufrecht stehen sah. Ein Vogel nistete auf seiner Brust. Unter den Folgesätzen der Lehre, dass es in der Welt kein Ding gibt, das nicht durch ein anderes aufgewogen wird, ist einer, der theoretisch sehr wenig bedeutet, aber für uns zum Anlass wurde, dass wir uns gegen Ende oder zu Beginn des 10. Jahrhunderts über das Antlitz der Erde verstreuten. Er lautet etwa so: Es gibt einen Fluss, dessen Wasser Unsterblichkeit verleihen. Folglich muss es in einer anderen Gegend der Welt einen Fluss geben, dessen Wasser sie aufheben. Die Zahl der Flüsse ist nicht unendlich. Ein unsterblicher Wanderer, der die Welt durchstreift, muss eines Tages von allen getrunken haben. Wir nahmen uns vor, diesen Fluss zu entdecken. Der Tod oder die Anspielung auf ihn macht die Menschen wertvoll und anrührend. Das Bewegende an ihnen ist ihr gespenstischer Zustand. Jede Handlung, die sie ausführen, kann die letzte sein. Es gibt kein Gesicht, das nicht bald zerfließen wird wie das Gesicht in einem Traum. Alles hat bei den Sterblichen den Wert des Unwiederbringlichen und des Gefährdeten. Bei den Unsterblichen dagegen ist jede Handlung und jeder Gedanke das Echo von anderen, die ihr in der Vergangenheit ohne ersichtlichen Beginn vorangingen oder zuverlässige Verheißung anderer, die sie in der Zukunft bis zum Taumel wiederholen werden. Es gibt kein Ding, das nicht gleichsam verloren wäre. Zwischen unermüdlichen Spiegeln. Nichts kann nur ein einziges Mal geschehen. Nichts ist auf kostbare Weise gebrechlich. Das Elegische, das Ernste, das Zeremoniöse hat keine Macht über die Unsterblichen. Homer und ich, wir trennten uns vor den Toren von Tanga. Ich glaube, wir sagten einander nicht: Lebe wohl. Kapitel 5. Ich durchzog neue Reiche, neue Imperien. Im Oktober des Jahres 1066 kämpfte ich auf der Brücke von Stamford. Ich weiß nicht mehr, ob in den Reihen Harolds, der ungesäumt
seine Bestimmung fand, oder in denen jenes unseligen Harald Hardrada, der 6 Fuß englischen Bodens eroberte, oder ein bisschen mehr. Im 7. Jahrhundert der Hedschra transkribierte ich in der Vorstadt Bulak, in gemessener Kalligraphie, in einer Sprache, die ich vergessen habe, und einem Alphabet, das mir unbekannt ist, die 7 Reisen Sindbads des Seefahrers und die Geschichte der Messingstadt. In einem Hof des Kerkers von Samarkand habe ich sehr viel Schach gespielt. In Bikanie habe ich Astrologie getrieben und ebenso in Böhmen. 1638 war ich in Kolozsvár und danach in Leipzig. In Aberdeen 1718 subskribierte ich auf die 6 Bände der Ilias von Pope. Ich weiß, dass ich sie mit Entzücken immer wieder las. Gegen 1728 erörterte ich den Ursprung dieser Dichtung mit einem Professor der Rhetorik, der sich, glaube ich, Giambattista nannte. Seine Argumente fand ich unwiderleglich. Am 4. Oktober 1921 musste die Patna, auf der ich nach Bombay fuhr, in einem Hafen an der Küste Eritreas vor Anker gehen. Ich ging an Land. Andere, sehr weit zurückliegende Morgenstunden fielen mir ein, auch sie am Roten Meer verbracht. Als ich römischer Tribun war und als das Fieber und die Magie und die Untätigkeit die Soldaten aufzehrten. In der Umgebung erblickte ich ein Rinnsal klaren Wassers. Aus alter Gewohnheit kostete ich davon. Als ich den Hang erklomm, ritzte mir ein dorniger Baum den Handrücken. Der ungewohnte Schmerz schien mir sehr lebendig, ungläubig, stumm, glücklich betrachtete ich die kostbare Bildung eines zögernden Tropfens Blut. Ich bin wieder sterblich, sagte ich mir. Immer wieder. Jetzt bin ich wieder allen Menschen gleich. In dieser Nacht schlief ich bis zum Morgengrauen. Ich habe, nachdem ein Jahr vergangen ist, diese Seiten durchgesehen. Ich stelle fest, dass sie sich an die Wahrheit halten, doch meine ich in den ersten Kapiteln und auch in gewissen Absätzen der anderen an die Unstimmigkeit zu bemerken, das liegt vielleicht am überreichen Anführen von Nebenumständen, einem Darstellungsverfahren, das ich den Dichtern abgeschaut habe und das alles mit Falschheit ansteckt, der ja die Wirklichkeit mit einer Fülle von Details aufwarten kann, nicht aber die Erinnerung an sie. Doch glaube ich, auf einen versteckteren Grund gestoßen zu sein. Ich will ihn aufschreiben, mag man mich ruhig einen Vertasten nennen. Die Geschichte, die ich erzählt habe, scheint unwirklich, weil sich in ihr die Erlebnisse 2 verschiedener Menschen vermengen. Im 1. Kapitel fragt der Reiter nach dem Namen des Flusses, der die Mauern von Theben bespült. Flaminius Rufus, der weiter oben der Stadt den Beinamen Hekatompylos gegeben hat, sagt, der Fluss sei der Ägyptos. Weder die eine noch die andere Benennung passt zu ihm, wohl aber zu Homer, denn der Ilias ausdrücklich von Thebai Hekatompylos spricht und der in der Odyssee sowohl Proteus als auch Odysseus vom Nil nie anders als vom Ägyptos sprechen lässt. Im 2. Kapitel äußert der Römer, als er von dem unsterblichen Wasser trinkt, ein paar Worte auf Griechisch. Diese Worte sind homerisch und finden sich gegen Schluss des berühmten Schiffskatalogs in der Ilias. Später, in dem schwindelerregenden Palast, spricht er von einem Aufbegehren, das fast Reue war. Diese Wörter entsprechen Homer, der dieses Grauen entworfen hat. Derlei Anomalien beunruhigten mich. Andere ästhetische Art erlaubten mir, die Wahrheit zu entdecken. Das letzte Kapitel birgt sie. Das heißt, dass ich auf der Brücke von Stamford als Soldat kämpfte, in Bulak die Reisen Sindbads des Seefahrers abschrieb und in Aberdeen auf die englische Ilias von Pope subskribierte. Unter anderem ist zu lesen, in Bikanie habe ich Astrologie getrieben und ebenso in Böhmen. Keines dieser Zeugnisse ist falsch, bezeichnet die Tatsache, dass gerade sie herausgegriffen wurden.
Das erste scheint einem Kriegsmann anzustehen, doch wird man in der Folge gewahr, dass der Erzähler dem Kriegerischen keine Aufmerksamkeit schenkt, wohl aber dem Los des Menschen. Die folgenden sind eigentümlicher. Ein dunkler Vernunfttrieb nötigte mich, sie zu registrieren. Ich wählte sie, weil ich wusste, dass sie anrührend waren. Dieses Pathos haben sie im Munde des Römers Marcus Flaminius Rufus nicht. Pathetisch sind sie, wenn Homer sie sagt. Merkwürdig ist, dass dieser im 13. Jahrhundert die Abenteuer Sindbads jenes anderen Odysseus abschreibt und dass er nach Ablauf vieler Jahrhunderte in einem nördlichen Königreich und einem barbarischen Idiom die Formen seiner Ilias wiederentdeckt. Was den Teil angeht, der den Namen Picania enthält, so ist ersichtlich, dass ein homme de lettres ihn gedrechselt hat, den es, wie dem Verfasser des Schiffskatalog gelüstet, mit klangvollen Namen zu prunken. Wenn das Ende naht, bleiben von der Erinnerung keine Bilder mehr, es bleiben allein Worte. Es ist nicht verwunderlich, dass die Zeit die irgendwann einmal mir entsprechenden Worte mit jenen zusammengeworfen hat, die Sinnbild des Schicksals meines Begleiters während so vieler Jahrhunderte gewesen sind. Ich bin Homer gewesen, bald werde ich wie Odysseus niemand sein. Nicht lange, so werde ich alle sein. Ich werde tot sein. Nachschrift von 1950. Unter den Kommentaren, zu denen die vorstehende Publikation angeregt hat, erschien der beachtlichste, wenn auch nicht gerade der freundlichste, unter dem biblischen Titel A Coat of Many Colors, ein bunt scheckiger Rock, Manchester, 1948, und zwar aus der äußerst hartnäckigen Feder des Doktors Nahum Cordovero. Er umfasst an die 100 Seiten. Der Verfasser spricht von den griechischen Sentones, von den Sentonen der mittellateinischen Zeit, von Ben Jonson, der seine Zeitgenossen mit Auszügen aus Seneca charakterisierte, von dem Virgilius Evangelizans, von Alexander Ross, von den Kunstgriffen George Moores und T.S. Eliot und ganz zum Schluss von der Erzählung, die dem Antiquar Joseph Cartaphilus zugeschrieben wird. Er denunziert im ersten Kapitel kurze Einschübe aus Plinius, Naturalis, Historia, Teil 5, Kapitel 8. Im zweiten aus Thomas de Quincey, Writings, Teil 3, Kapitel 439. Im dritten aus einem Brief von Descartes an den Botschafter Pierre Ganou. Im vierten aus George Bernard Shaw, Back to Methuselah. Aus diesen Einschaltungen oder Diebstählen zieht er den Schluss, das ganze Dokument sei unecht, erfunden, apokryph. Meiner Ansicht nach ist diese Schlussfolgerung unzulässig. Wenn das Ende naht, schrieb Cartaphilus, bleiben von der Erinnerung keine Bilder mehr. Es bleiben allein Worte. Worte, entstellte und verstümmelte Worte. Worte anderer waren das kümmerliche Almosen, das ihm die Stunden und die Tage überließen.